klingt hier, als wenn... Ach du Scheiße. Seht ihr das da hinten? Das ist doch eine Hydra oder sowas. Und die da sehen auch nicht so nett aus. So, was bist du für ein Riesenkristallvieh? Ich lock mal erstmal eins hinweg. Alter, echt jetzt? Ganze 38 Schaden machen wir. Sieht irgendwie nach nix aus. Müssen wir hier echt schon her? Haben wir da eine Chance? Wir können ihn natürlich mit Pfeilen so ein bisschen ärgern. Aber so viele Pfeile haben wir nicht. Und hier jetzt auf diesem engen Gang mit ihm zu spielen, ist auch nicht so cool. Jawohl, jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Wunderbar, so macht das Spaß. Ja, aber so kann man relativ gut mit denen spielen. Halt, wie gesagt, es ist nur das Problem, dass es zwei sind. Und die auch relativ dolle Aua machen. So, ihr wollt euch zurückziehen? Das gibt's jetzt nicht. Na Mensch, läuft ja. 200 Punkte bekommt man dafür nur? Und jetzt kommt die Rittermeldung hier unten. Hallo? Macke oder was? Komm her. Eieiei. Da haben wir ein bisschen gepennt. Da auch. Ah, nicht zu offensiv werden. Nicht zu offensiv werden. Es ist immerhin Dark Souls. Nicht vergessen. So, haben wir hier noch irgendwelche schönen Ecken, bevor wir uns dieser Riesenhydra widmen. Und bei meinem Glück kommen noch die Golems oder was es sind auch wieder. Will nicht zu dieser Hydra. Mit den Jungs kann man ja hier irgendwie spielen, aber mit dem großen Fieder. Jetzt wäre eigentlich das Claymore ganz geil. Beziehungsweise allgemein eine Waffe, die eine größere Reichweite hat. Nein, da habe ich auch wieder gepennt. Okay, komm, greif an. Ich gönne mir in der Zeit Mantra. Das hat auch eine ordentliche Reichweite. Bringt auch den Rechner irgendwie ordentlich zum Hängen. Da brechen unsere Frames sofort ein. Aua. So, wir schnetzeln uns so nach und nach durch. Aber wie gesagt, diese Hydra da, ja. Ich glaube nicht. Was haben wir da Schönes? Eine Tür. Vor mir ein zäher Feind.
Dankeschön für die Warnung, wer auch immer die geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollten. Ich habe eine Idee, wer das ist. Ja. Hallöchen. Nö, jetzt nicht. Das ist unser Kumpel. Unser Kumpel, der Ritter. So, was war hier für eine Nachricht? Nochmal Ritter oder? Pass auf, Boss. Ja, sieht man. Alter. Aber er schießt auch den Golem mit ab. Das ist cool. Dann stehen wir jetzt hier einfach nur und warten. Genau. Dankeschön. Frau Hydra oder Herr Hydra. Ich möchte eigentlich nur das leuchtende Ding da haben, dann bin ich auch schon wieder weg. Das ist ein hübsches Tier. Ich konnte das da gerade irgendwie nicht so einsammeln. Jetzt. Eine Ritterrüstung. Komm, sieh zu, dass du hier wegkommst. Gegen den haben wir doch keine Chance. Wie soll man den angreifen? Ich meine, der ist hier ganz allein im See, ja. Das ist ja nichts. Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber, ja. Mit unserem jetzigen Schwert brauchen wir es, glaube ich, gar nicht probieren. Ne, da gehen wir später nochmal hin. Und wir haben eine komplette Ritterrüstung erhalten. Da guckt man nachher gleich mal nach, ob die besser ist als unsere alte. Und da haben wir tatsächlich eine Abkürzung gefunden, ne? Also so hätte man den Taurus-Dämon umgehen können. Das finden wir jetzt raus. So, was gibt's hier? Nochmal Ritter. Hier auch nochmal Ritter. Famoser Schatz. Okay. Bei einem famosen Schatz sind wir noch dabei, oder? Wir haben nur noch drei Estus-Flakons. Weiß nicht, ob wir den Ritter damit klein kriegen. Auf jeden Fall könnten wir ihm auf den Kopf springen. Wir machen einen Schaden. Na gut, jetzt machen wir ein bisschen mehr. Au. Das hätte man abwehren können. Das hätte man definitiv abwehren können. So, und jetzt kommt wieder das Problem, wir müssen uns heilen. Na komm, Großer. Nein, nicht schon wieder dieselbe Ecke, bin ich bescheuert. So, ich bediene mal selber den Todescounter. Mal schnell. Doof ist halt immer, wenn ich das mache, ist der Ton bei euch weg. Ne? So, was gibt's hier Schönes? Achtung, Schmied. Well, hello. You need anything? Ja, ich würde gern was geschmiedet haben, aber wir haben ja kein Geld. Ja, erzähl nicht so viel. Wir könnten für 800 Seelen versuch's mit Blitz. Jetzt sind die ganzen Nachrichten da. Das ist cool. Wir könnten für 800 Seelen eine kleine Scherbe kaufen und damit unser Schwert aufbessern. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber den Ritter müssen wir doch hinkriegen. Wenn ich jetzt hier nicht noch dreimal an derselben Ecke runterspringe, kriegen wir das vielleicht sogar hin. Auf Wiedersehen. So können wir gerne öfters kämpfen.
brauchst Charmeur. Aha. Was auch immer Charmeur ist. Und Vorsicht mit dem Abrutschen hier. Könnte wehtun. Ich glaube, wir konnten... Ja, genau, hier war das schon. Hier können wir schon runter. Ah, so viele Abkürzungen, wie sich hier auftun. Und einen wunderschönen guten Abend, Herr Sapp. Na, Horsti, wie geht's? Auch mal wieder im Lande? So, wo haben wir unsere Seelen verloren? War das noch weiter unten? Die Echse ist weg, die haben wir ja abgegrast. Und wie gesagt, jetzt sollten wir nicht noch einmal die Ecke runterspringen. Das war zu früh, wir müssen eigentlich hier hin, genau. So, die Seelen bitte. Müssten auch wieder hier liegen, genau. Nehmen wir mit. So, und Ritter die dritte. Können wir die schon auf den Kopf spucken? Ja, so geht's auch. Nehmen wir gleich mal das Schild mit. Dann wissen wir zumindest, was der hier unten bewacht hat. Ich würde gerne an dir vorbei. Kriegen wir das hin? Au. Ja, komm mit. Nicht in den Rücken pieksen. So, schnell mal einen Trank werfen. Und jetzt komm. Jetzt gucken wir auch hin, was wir machen. So, das war die Ecke. Hier bin ich schon zweimal runtergefallen. Allein vor der Plaisy 4. Mensch, das ist Sommerwett. So, Herr Ritter. Wieso kann ich denn nicht ins Kreuz hauen? So können wir doch mit dir arbeiten. Alter, das war noch ein Umschmetterer. Und da hatte ich mein Schild nicht schnell genug oben. Schnell Trank, Trank, Trank. Uiuiuiui, das war schon wieder knapp an der Grenze hier. Jawohl, jetzt haben wir ihn mal von hinten. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch, aber... Na komm. Au. Und nochmal. So, ich gönne mir nochmal einen Trank in der Zeit. Dass er nach so einem kritischen Angriff immer seinen Fokus verliert, finde ich ein bisschen komisch. Beziehungsweise nicht nur komisch, sondern sehr unschön. Na, den Kollegen haben wir doch gleich. So, nicht übermütig werden. Komm, hoch mit dem Schild. Den schaffen wir. Den kriegen wir hin. Aua. So kriegen wir den nicht hin. Komm, hau in die Luft. Mann, warum kriegen wir den kritischen Angriff nicht hin? Jetzt. Und komm, gleich nochmal nachpieksen. Und treffen. Oh Mann. Mit einem halben Leben oder was? Mit einem halben Leben? Das gibt's doch nicht. Wir hatten den.
Na gut, dann halt beim vierten Mal. Wir brauchen ein stärkeres Schwert. Ach so, und Ausrüstung wollten wir mal gucken. Und zwar die Ritterausrüstung. Wiegt doppelt so viel, hat aber auch fast doppelt so viel Rüstschutz. Also definitiv nicht schlecht. Und Balance ist sehr gut bei dem Ding. Was ich halt ein bisschen schade finde, wir sehen nicht, ob wir, warte, ablegen ist der Knopf, ob wir schwer belastet sind. Da gibt es ja in den anderen Dark Souls Spielen eine Anzeige für. Und ich habe gehört, dass es diesen Wert hier auch geben soll, aber halt die Anzeige nicht. Ob man jetzt schwer belastet ist oder nicht. So, komm her, Kollege. Zing. Oh, hast du was fallen lassen? Einen Moosklumpen nehmen wir mit. So, das sind doch hier auch schon wieder neue. Nee. Charmeur haben wir schon. Schwäche, famose Kiste. Nein, 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 nein. Und unsere Seelen sind weg. Jetzt sind unsere Seelen weg. 5000 Seelen verschenkt. Eieiei. Dark Souls, ich mag dich. Faszinierend, dieses Spiel. Naja. Können wir jetzt nicht mehr ändern, ist passiert. Und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass uns das passiert ist. Na, wo willst du jetzt hinspringen? Hast du eine Macke oder was? X. So, 50 Stück davon noch und dann haben wir unsere Seelen wieder zusammen. Nehmen wir die anderen 100 hier noch mit. Lohnt sich ja voll. Und du darfst auch noch. Und wir springen jetzt nicht wieder hinterher. Hoffe ich. Das war nämlich auch gerade schon wieder ganz knapp an der Kante. So, plündern. Was hast du? Ein lila Moosklumpen. Ach, wie ist das schön. Das Finsterwurzbecken. Meine Lieblingsgegend bisher. Definitiv. Die Ecke finde ich toll. Wir sind jetzt hier tatsächlich schon wieder seit einer halben Stunde aktiv und haben eigentlich noch nichts geschafft. Außer, dass wir die kurze Abkürzung da... Die kurze Abkürzung, ich erzähle auch schon wieder einen Schmarrn. Dass wir die Abkürzung da gefunden haben. Ich sehe die Golems spontan nicht. Könnten also tatsächlich weg sein. Warum sind jetzt hier zwei Nachrichten? Famoser Schatz und gelobt sei die Sonne. Praise the Sun. Heißt das, wir können hier wen beschwören? Versuch's mit Köder. Pass auf, Ritter. Wir können ja nochmal probieren, ihn so auf den Kopf zu springen. Was gerade wieder wunderbar funktioniert hat. Hat der gerade einen Sprungangriff auf uns gemacht oder was war das? Na komm mit, Großer. Komm. Hier bin ich. Wir brauchen ein bisschen Terrain, wo wir kämpfen können. So, komm. Das war auch gerade mehr Glück als Verstand.
Wie gesagt, ich finde es sehr nervig, dass wir den Fokus verlieren, wenn wir eine kritische Attacke gemacht haben. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber wir kriegen den kritischen Angriff jetzt doch ein bisschen öfters hin. Jetzt müsste man schaffen, wenn er da aus der Ecke rauskommt. Komm. Jawohl. Upa. Komm her, Großer. So, gleich wieder neuen Fokus setzen und in den Popo gepiekst. Ja, natürlich darf er gleich wieder angreifen. Was ist denn das für eine... So, vorsichtig. Nicht übermütig werden jetzt. Auf Wiedersehen. Ein blauer Brocken. Läuft doch, geht. Man kann es tatsächlich schaffen, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Wäre jetzt aber noch geil gewesen, wenn wir die Seelen behalten hätten. Naja, man kann nicht alles haben. Wir haben die Ecke freigeräumt. Ich glaube, der kommt auch nicht wieder, der Kollege. Und dann gucken wir mal, was das hier für eine tolle Höhle ist. Ah, ein Feuer. Aktivieren wir das? Also so, dass wir hier wieder rauskommen? Entzünden ist ja okay, aber ich würde es halt nicht aktivieren wollen. Weil ich halt nicht weiß, wo wir jetzt rauskommen. Das ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl ist immer gut. Fahrstuhl ist immer gut. Und das klingt nach einem sehr tiefen Fahrstuhl. So, wo bringst du uns hin? Natürlich noch weiter nach unten. Der ist auch richtig schnell unterwegs. Und ich glaube, hier brauche ich gar nicht erst probieren, an der Seite rauszugucken, beziehungsweise rauszuspringen. Der ist mir einfach zu schnell. Oh Gott, ist das dunkel hier. Natürlich, was bist du denn? Das Drachental. Hallöchen. Warum nicht? ein definitives Nein. Nein. Da gehen wir nicht nochmal hin. Und auch ganz ehrlich, scheiß auf die 2000 Seelen. Die sind jetzt halt einfach mal weg. Wollen wir hier oben schon mal gucken?